gestiegene Immobilienpreise schüren die Angst vor einer Blase, unter anderem getragen durch Zeitungsberichte. So rät zum Beispiel das Magazin Focus, Immobilien möglichst bald zu verkaufen. Eine Blase kann dann vorliegen, wenn die Preisentwicklungen auf dem Markt nicht mehr nachhaltig sind. Dies kann dann zum Beispiel der Fall sein, wenn sich die Kaufpreise von den Mietpreisen abkoppeln. Dies kann man gegenwärtig auf dem Markt beobachten. Teilt man den Kaufpreis einer Immobilie durch den Mietpreis, so spricht man vom Kaufpreisfaktor. Dieser Faktor gibt an, wie viele Jahresmieten nötig sind, um den Kaufpreis zu decken. Waren im Jahr 2010 in Großstädten noch 22 Jahresmieten notwendig, so waren es im Jahr 2016 bereits 29 Jahresmieten. Doch die Entwicklung der Preise darf nicht isoliert betrachtet werden. Es muss auch die Finanzierung der Immobilien mit einbezogen werden. Durch die expansive Politik der EZB sank in den letzten Jahren die Zinslast von Immobilienkrediten erheblich. So sanken die Zinsen von ca. 5% im Jahre 2009 auf nun ca. 2%. Dies schmälert auch die Renditen sicherer Alternativanlagen, weswegen Immobilien also trotz steigendem Kaufpreisfaktor eine weiterhin attraktive Anlage darstellen. Deutsche Immobilienkäufer sichern sich diese Zinsen zudem möglichst langfristig. So stieg der Anteil an Krediten mit einer Laufzeit von über 10 Jahren von ca. 25% im Jahr 2009 auf zuletzt über 40%. Die Kreditnehmer erhöhten zudem den Eigenkapitalanteil bei der Immobilienfinanzierung und steigerten in diesem Zuge auch die relativen Tilgungsraten. Des Weiteren blieben nach Angaben der Deutschen Bundesbank die Anforderungen für die Kreditvergabe weiterhin hoch und wurden nicht nennenswert gelockert. Die Tragfähigkeit der Kredite muss also gegeben sein. Diese Indikatoren sprechen für eine nachhaltige Investitionsstrategie und sichern die Kreditnehmer gegen möglicherweise zukünftig steigende Zinsen ab. Durch den weiterhin andauernden Zuzug auch aus dem Ausland und wegen dem Land-Stadt-Trend steigt außerdem die realwirtschaftliche Nachfrage. Dies erklärt den Preisanstieg vor allem in Großstädten. Der Wohnungsleerstand beträgt daher im Schnitt in Deutschland nur 4%, in Großstädten nur ca. 1%. Vergleicht man außerdem Deutschland mit anderen Ländern, wie beispielsweise den USA, zu Zeiten der Immobilienblase, so zeigt sich der deutsche Immobilienmarkt stabil und wenig volatil. All diese Indikatoren sprechen für eine nachhaltige Entwicklung auf dem Immobilienmarkt. Der Preisanstieg lässt sich mit den günstigen Rahmenbedingungen durch die lockere Geldpolitik der EZB und der gestiegenen Nachfrage erklären. Da auch die Standards der Kreditvergabe weiterhin hoch sind, ist gegenwärtig nicht von einer Blase auszugehen.